Howdy, Homelkeeper-Fans, ich bin's, euer Raven the Creep. Ich mache heute mal ein kleines Video über Easter Eggs, denn ich habe in meinem Freitagsvideo kleine Easter Eggs versteckt, auf die ich jetzt eingehen werde. Viel Spaß bei dem Ostersonntagsvideo. Es ist Osterzeit. Es ist mal wieder soweit. Jahr für Jahr beginnt die Ostereiersuche. Das erste Easter Egg bezieht sich auf eine Creepypasta, die ich auf meinem Zweitkanal genau vor einem Jahr hochgeladen habe. Ich verlinke das Video unter die Videobeschreibung und schaut mal vorbei, vielleicht gefällt euch die Creepypasta. Da wo ich herkomme, ist es jedoch anders. Die Ostereiersuche bei uns sieht folgendermaßen aus. Es sind 6 Eier in einer Höhle versteckt und 6 Kinder müssen mindestens eins dieser Eier bekommen. Das zweite Easter Egg auf meiner Liste ist eine Anspielung auf Tribute von Panem, den ersten Film. Halt 6 Spieler in halt verschiedenen Teams, die überleben müssen. Aber was die Kinder vorher nicht wissen, ist, dass ein riesiger Bär in dieser Höhle haust, der abgehungert worden ist, nur für diesen speziellen Tag. Das nächste Easter Egg ist eine Art Anspielung auf die Serie, auf eine bestimmte Folge von der Serie, The Nation. Es geht um Zombies und da war halt ein Zombie-Bär, der unsere Hauptprotagonisten halt töten sollte. Und jedes Kind versucht es, weil jeder gierig ist. Man könnte es locker überleben, weil die Eier nicht mal gut versteckt sind und der Bär auch nicht wirklich schnell. Aber sie wollen jedes Jahr, wirklich jedes Jahr, die Kohle. Sie wollen Reichtum. Das nächste Easter Egg habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass es so ist. In irgendeiner alten Inschrift, ich glaube der Bibel, stand drin, dass keiner gierig sein sollte, aber es halt viele Menschen sind. Und das ist sozusagen so ein perfektes Beispiel dafür. Das letzte Easter Egg auf dieser Liste ist die Musik am Ende. Es ist eine Anspielung auf Marilyn Mansons Sweet Dream. Diesmal hat es was mit Musik zu tun, wer hat's gedacht? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch einen Creep-Like-Daumen nach oben, abonniert meinen Channel, um nichts zu verpassen und haut raus, bis dann, ciao!